Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Urtalks. Mein Name ist Christian, a.k.a. Mr. Nicewatch. Und ich habe heute eine etwas ungewöhnliche Folge für euch, denn zum einen bin ich alleine und zum anderen werdet ihr euch auch sicherlich jetzt auch schon gewundert haben, warum diese Episode an einem Samstag herauskommt und nicht wie gewohnt an einem Sonntag. Das ist im Grunde ganz einfach, denn jetzt steht in der kommenden Woche das größte Uhren-Event des Jahres vor der Tür, die Watches and Wonders. Die startet am Montag und geht bis nächste Woche Sonntag. Und in dieser Woche werden rund 46 Hersteller, 46 Uhrenmarken ihre Neuheiten präsentieren. Und die ganze Welt schaut jetzt schon gebannt nach Genf. Und jeder ist erwartungsfroh, was denn da passiert und welche Neuheiten die Marken für uns so im Petto haben. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt so eine Folge machen und die an einem Sonntag rausbringen, dann ist die höchstwahrscheinlich an dem Montag schon wieder obsolet, wenn dann morgens um 8.30 Uhr die Messehallen öffnen und dann bekannt ist, welche Neuheiten rausgekommen sind. Und trotzdem wollte ich euch nicht ohne Urtalk jetzt in das Wochenende starten lassen und dachte mir, okay, wir werden in der nächsten Woche sicherlich so eine kleine Sonderfolge machen zu den Rolex und Tudor Neuheiten, wie wir das immer jedes Jahr machen, und dann zum Wochenende hin nochmal das große Wrap-up, wo wir dann wirklich über alle Produktneuheiten sprechen oder zumindest über einen Großteil der Produktneuheiten sprechen und die ganzen Highlights zumindest abdecken. Jede Produktneuheit werden wir sicherlich nicht in diesem Format hier abdecken können, aber zumindest die wirklichen Highlights. Und ich wollte jetzt aber heute nochmal so eine kleine Einstimmungsrunde machen auf die Watches and Wonders, um euch auch so ein bisschen in diese Stimmung zu versetzen, weil ich bin gerade schon richtig heiß. Ich freue mich schon tierisch, dass es jetzt losgeht. Und warum mache ich das Ganze heute alleine? Die anderen beiden Jungs lassen sich entschuldigen. Raff ist gerade in Italien unterwegs. Ich glaube, der war jetzt gestern in Rom gewesen. Der genießt das Leben, aber hat das oder schafft es dementsprechend heute nicht aufzunehmen. Und der Lukas, Ich verrate das an der Stelle einfach mal kurz. Ich nehme jetzt hier an einem Freitagnachmittag auf. Der hat tatsächlich heute Geburtstag. Happy Birthday, Lukas. Alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Und der freie Tag sei dir quasi auch jetzt hier an der Stelle natürlich gegönnt. Darum mache ich das jetzt Ganze alleine oder mache heute die Alleinunterhalter-Show. Aber bevor wir jetzt loslegen und bevor wir jetzt schon mal so vorab so über das alles sprechen, was uns auf der Watches and Wonders erwarten wird, werde ich trotzdem mit dem obligatorischen Audio-Wrist-Check starten und über die Uhr sprechen, die ich jetzt gerade am Handgelenk habe. Und das halte ich relativ knapp. Ich habe vor 2 Wochen, hatte ich das, glaube ich, verkündet, seit langem mal wieder ein New Watch Alert, und zwar meine Hublot Big Bang. Und die trage ich jetzt in den letzten Wochen so in Rotation mit meiner Submariner, mit der Starbucks, und habe die auch gerade jetzt hier am Handgelenk. Es ist eine Uhr, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Es ist von der Optik natürlich was ganz anderes als die Sub. Dementsprechend ergänzen die beiden sich gut. Beide Uhren sind sportlich. Beide Uhren haben eine Keramiklünette, sind robust konzipiert, aber die Hublot hat noch mehr so diesen Spaß-Vibe, diesen Fun-Vibe, während halt die Starbucks so ein bisschen tooliger ist. Aber beides funktioniert für mich zumindest in sehr, sehr vielen Lebenslagen. Und gerade habe ich sehr viel Spaß mit der Hublot Big Bang. Ist eine coole Uhr und ich genieße sie sehr. Und ich habe gerade, ja, eine Two-Watch-Collection, kann man quasi sagen. Einmal ein Chronographen, einmal ein Taucher, und im Grunde ist das damit auch schon in Ordnung. Vielleicht kommen ja demnächst noch weitere Uhren dazu, wenn jetzt auf der Watches and Wonders spannende Dinge vorgestellt werden. Und damit möchte ich jetzt auch schon mal direkt ins Thema hier reinstarten. Und zwar war es so, dass jetzt im Laufe der Woche, wie das eigentlich jedes Jahr so ist, der berühmt-berüchtigte Rolex Neuheiten-Trailer oder der Neuheiten-Teaser vorgestellt wurde. Und das war, jetzt muss ich kurz überlegen, gestern oder was vorgestern? Ich meine, das war gestern soweit gewesen, dass der hochgeladen wurde, ich glaube morgens oder so um die Mittagszeit auf Instagram, und plötzlich haben sich alle drauf gestürzt und jeder hat den überall irgendwie geteilt und gepostet. Und das ist ja dann immer so, ne? Rolex teasert da so an, was es an Neuheiten geben könnte. Und gerade zum Beispiel im vergangenen Jahr war es ja so, dass man in diesem Trailer schon erahnen konnte, dass es eine Linkshänder GMT Master geben wird.
Und auch dieses Jahr waren so ein paar spannende Geschichten dabei. Und das will ich vielleicht mal zum Ausgangspunkt nehmen, um mit euch drüber zu sprechen, was da schon mal angeteased wurde und was man daraus jetzt vielleicht auch schon herauslesen konnte. Und ob es dann wirklich so sein wird, das zeigt sich dann natürlich am kommenden Montag. Das heißt, jetzt, wenn die Folge rauskommt, übermorgen um die Zeit, wisst ihr das wahrscheinlich schon. Das heißt also, wenn ihr diese Urtalk-Episode ab dem 27. hört, ist diese Folge eigentlich schon wieder obsolet. Hört es euch trotzdem an. Vielleicht habe ich ja trotzdem noch die ein oder andere spannende Info für euch auf Lager. Wir gucken mal. Also, der Trailer der Rolex oder dieser Rolex-Neuheiten-Teaser, der startet direkt mit einem Kracher. Und zwar das Erste, was wir in diesem Teaser sehen, ist eine Uhr, die verdächtig an eine Explorer erinnert. Und das ist natürlich jetzt die Frage, was könnte sich dahinter verbergen? Also was man sieht, ihr habt ihn, wahrscheinlich haben die meisten von euch den schon gesehen. Man sieht aber auf jeden Fall eine Uhr, sie sieht ein bisschen aus, als ob sie sich so vor einer Wasseroberfläche befindet. Es könnte aber natürlich auch einfach Schnee, Eis oder sowas sein, auch das würde dazu passen. Und man kann auf jeden Fall erkennen, dass wir hier eine glatte Lünette haben und man sieht so diese typischen 6-Uhr-Index unten, den wir von der Explorer kennen. Neue Explorer wäre ganz spannend. Explorer 1 vielleicht in einer anderen Größe zusätzlich als Ergänzung zu dem 36mm Modell. Tudor hat ja letztes Jahr mit der Tudor Ranger so die Tudor-Alternative zur Explorer herausgebracht in 39mm. Kommt vielleicht die 39mm Explorer zurück? Angeblich, aber da gibt es ja jetzt ohne Ende immer Mutmaßungen und plötzlich meint jeder irgendetwas zu wissen. Angeblich gibt es gerade Gerüchte über eine 40mm Explorer. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Weil die Explorer ist natürlich halt auch eine Uhr, gerade so die Explorer 1, die durchaus interessant in dem Sinne ist, als dass sie so eine Uhr für alle Lebenslagen ist. Das ist eine sehr schlichte, einfache Uhr und ich glaube schon, dass die sehr viele Leute einfach auch gut abholt. Ich kenne tatsächlich auch viele Nicht-Uhrenliebhaber, die Explorer 1 tragen, auch gerade so im Geschäftsalltag zum Anzug und so weiter, weil sie einfach so schlicht und unauffällig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade die 36mm Variante für doch einige dann doch zu klein ist. Vielleicht macht es Sinn, die um eine größere Variante zu ergänzen. Wir werden es sehen. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber es könnte sein. Das zweite Modell, was wir jetzt in diesem kurzen Video von Rolex schon sehen können, und das ist nochmal deutlich spannender, das scheint zumindest laut des Videos ein Titangehäuse zu haben. Und zwar sehen wir das daran, dass das so einen ganz besonders gebürsteten Schliff hat. Und zwar nicht nur oben auf der Oberseite der Hörner, sondern auch an den Flanken, an der Seite. Und damit erinnert es auch so ein bisschen an zum Beispiel die Deep Sea. Und auch eine ganz interessante Geschichte ist, wir haben wieder eine Phase. Und zwar ist es ja so, dass Rolex mit Einführung der sechsstelligen Referenten die berühmte Phase an den Hörnern eingestellt hat oder aufgehört hat, diese zu verwenden. Was schade ist, also für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was ich damit meine, die Hörner hatten immer so einen Schliff quasi bei Übergang von Hornoberseite zur Flanke gab es immer noch mal so einen Zierschliff an der Kante entlang und der war halt immer poliert. Und diese polierte Phase hat Rolex mit Einführung der sechsstelligen Referenzen aufgegeben. Und was wir jetzt hier auf jeden Fall sehen, ist, dass es wieder eine Phase gibt. Und auch das würde aus meiner Sicht dafür sprechen, dass es vielleicht ein Titanmodell sein könnte, wo wir quasi ein komplett gebürstetes Gehäuse haben und dann aber diese polierte Phase so zwischendrin. Was wir dann auch noch sehen, ist, dass das Modell definitiv an einem Oysterband kommt und dass es eine drehbare Lünette hat mit einer so etwas nach oben abgesetzten Graduierung. Und ja, welches Modell kommt einem da in Sinn? Was könnte da passen? Ich würde sagen, eine Yachtmaster. Also für mich sieht das sehr verdächtig nach einer Yachtmaster, Gottes Willen, ich kann gar nicht mehr sprechen, nach einer Yachtmaster aus. Und zwar aus dem Grund, Rolex hat das Material Titan bei der Yachtmaster verprobt. Es gibt einen Prototypen, der dem britischen Segler Sir Ben
Ainslie. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich bin auch nicht im Segelsport tief drin, aber es ist ein bekannter Segler. Und er hat diesen Prototyp und er hat ihn getestet. Und ich vermute, er ist wahrscheinlich immer noch im Besitz. Und dieser Prototyp ist im Grunde also optisch gesehen sieht er aus wie die Yachtmaster in 42 mit dem Weißgoldgehäuse. Allerdings ist er dunkler gehalten, ist in Titan und er trägt diese Uhr an einem Textilband. Und für mich sieht aber diese Uhr jetzt hier definitiv auch aus wie eine Yachtmaster durch diese Lünette. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Rolex die Yachtmaster-Kollektion sportlicher positionieren möchte. Und zwar weg von dieser Luxus-Submariner, wie sie immer so war. Ne? Das war immer so diese etwas glänzendere Submariner mit der Platin-Lünette, also noch so die etwas schickere Submariner, hin zu einer sportlicheren Variante. Und dazu würde auch passen, dass wir im Laufe dieses Teasers auch sehen, dass so ein Segelboot übers Wasser jagt, aber so ein klassisches Sportsegelboot. Also es könnte halt sein, dass man hier jetzt bewusst auf das Material Titan geht und eine neue Variante der Yachtmaster rausbringt. Vielleicht sogar in 42 mm, passend zu den Weißgold-Modellen. Wäre auf jeden Fall eine interessante Geschichte und wäre, glaube ich, auch eine Uhr, die das Potenzial hätte, die Yachtmaster-Kollektion auch noch ein bisschen, ja, wieder ein bisschen begehrter zu machen. Jetzt muss man natürlich sagen, oder muss man das Wort begehrt mit Vorsicht genießen, denn die Rolex-Modelle sind ja nach wie vor alle noch unglaublich nachgefragt. Es sind immer noch überall Wartelisten, wenngleich auch in den letzten Wochen und Monaten die Verfügbarkeit wohl teilweise etwas besser geworden ist. Aber nach wie vor sind die Edelstahl-Modelle überall ausverkauft und heiß begehrt und gefragt. Aber die Yachtmaster ist ja gerade so im Vergleich zu den anderen Sportmodellen immer so ein Modell, was so etwas in Anführungszeichen unter dem Radar lief. Und ja, warum nicht mal hier mit dem Material Titan arbeiten? Ich könnte es mir gut vorstellen. Dann gehen wir weiter. Was wir dann noch sehen, ist ein gelb-orangefarbenes Zifferblatt, was sehr verdächtig nach einem klassischen Stone Dial, nach einem Steinzifferblatt aussieht. Jetzt frag mich bitte nicht, welcher Stein könnte das sein, da bin ich tatsächlich nicht tief drin, aber gerade Rolex hat ja früher häufig auch in der Day-Day zum Beispiel mit so Steinzifferblättern gearbeitet und ich könnte mir vorstellen, dass sowas jetzt auch hier wieder in so einer farbenfrohen Gelb orangefarbenen Variante wieder rauskommen könnte. Man sieht auf jeden Fall eine applizierte Rolex-Krone als Logo. Sie ist auch in Gelbgold gehalten. Ich gehe deshalb davon aus, dass es sich eher um ein elegantes Modell handelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sowas wie eine Day-Date ist oder vielleicht auch eine Datejust in Bicolor. Ich weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall nach einem eleganteren Modell aus und es sieht nach einem Steinzifferblatt aus. Bin gespannt, was das ist. Wahrscheinlich eher was Elegantes, aber trotzdem interessante Nummer. Dann das nächste, was wir sehen, dann gibt es so ein paar Moodbilder, möchte ich sagen. Dann kommt halt eben bereits genanntes Segelboot, was über das Meer hier oder über einen See flitzt. Ein Bild einer Stadt. Sand, Himmel und so weiter. Dann kommt ein ganz kurzer Ausschnitt, der ein blaues oder so grün-blaues Zifferblatt zeigt und findige Analysten, hätte ich jetzt fast gesagt, also findige Personen hier in der Social-Media-Welt haben das jetzt bis ins Kleinste zerlegt und gehen davon aus, dass sie da ein Zifferblatt einer Skydweller sehen. Und zwar, weil der Index relativ nah an dem Rolex-Logo steht. Eine neue Skydweller wäre interessant. Dann könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, dass es was in Edelmetall ist. Ich glaube nicht, dass Rolex die Skydweller jetzt irgendwie neu überarbeitet rausbringen wird. Ich lasse mich gerne eines anderen über oder ich lasse mich da gerne überzeugen oder überraschen, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass das ein besonderes Goldmodell vielleicht wird. Dann, nächstes Ding, was jetzt spannend ist, wir sehen ein Oysterband und wir sehen ganz kurz einen Ausschnitt einer offensichtlichen GMT-Lünette. Und zwar ist diese Lünette in so einem grau-schwarz gehalten und hat in so einem Rosé, eine roségoldene 18 war da, also eine roségoldene 8 auf dieser Lünette.
Und man sieht zumindest, wenn ich das jetzt auch richtig auf dem Schirm habe, dass auch der Index in so einem Gold-Rosé-Gold-Ton gehalten ist. Würde irgendwie für Bicolor sprechen. Vielleicht wird es eine neue Bicolor GMT Master geben. Wäre interessant. Vielleicht aber auch eine neue Variante der GMT Master im Allgemeinen. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Ganz interessanter Fakt dazu. GMT Master wird seit ein paar Tagen sehr intensiv diskutiert. Und zwar hat unter anderem auch der gute Percy von Luxify da die Woche ein ganz interessantes Video herausgebracht. Und zwar hat er sich mal mit den Patenten beschäftigt, die Rolex in den letzten Jahren herausgebracht hat. Und zwar hat Rolex wohl auch ein Patent herausgebracht, was eine besondere Art der Einfärbung von Saphirglas oder eine besondere Art der Beschichtung von Saphirglas beschreibt. Und die wird explizit nicht nur für Saphirgläser als Verdeckung quasi oder über dem Zifferblatt gesehen, sondern auch für Gehäusekomponenten. Und man könnte da natürlich auch dran denken, wie wäre es denn, wenn Rolex mal wieder eine saphirglatteste Lünette herausbringt, zum Beispiel bei einer GMT Master. Guckt euch das Video mal an auf dem Luxify-Kanal, ist ganz, ganz interessant und recht gut recherchiert. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch sowas in diese Richtung passiert, denn was man so hört, hat Rolex Probleme mit der gleichmäßigen Produktion, gerade von den Pepsi-Lünetten, von den blau-roten Keramik-Lünetten. Vielleicht geht man jetzt hier in eine Richtung und sagt, man macht wieder was anderes. Also lassen wir uns überraschen, aber auf jeden Fall sieht es irgendwie danach aus, als ob was bei der GMT Master passieren könnte. Dann das nächste Objekt, was wir jetzt hier in dem Teaser noch sehen, ist definitiv eine Cellini. Man sieht so eine recht runde, rundliche, goldene Krone und eine ganz schmale, geriffelte Lünette. Das sieht für mich aus wie ein elegantes Gehäuse. Vielleicht bringt man in der Cellini-Kollektion oder höchstwahrscheinlich bringt man in der Cellini-Kollektion hier ein neues Modell. Vielleicht auch ein Modell, was sich so an dem historischen Originalen von früher irgendwie erinnert. Vielleicht wirklich was aus der Frühzeit von Rolex. Könnte ich mir vorstellen, mal was ganz anderes. Vielleicht auch mal was mit einer Komplikation, mit einer spannenden. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, was da kommt. Cellini ist so eine Kollektion, die ja immer die auch wirklich unter dem Radar ist, die wirklich auch nach wie vor jetzt nicht sonderlich hohe Nachfrage hat. Und hier mal so ein bisschen Pep reinbringen mit einer außergewöhnlichen Neuheit, das würde der Marke, glaube ich, ganz gut tun. Dann der nächste Abschnitt, den wir sehen, ist eine Straße, ist Asphalt. Und über diesen Asphalt bewegen wir uns hier mit einer bahnbrechenden Geschwindigkeit. Also wir rasen quasi über diesen Asphalt. Und an welche Uhr denkt man da, wenn man an Rolex und an Geschwindigkeit und an Asphalt denkt? Ganz klar, Daytona. Und im nächsten Abschnitt des Videos wird dann auch so ein, ja, verfärbt sich dieser Asphalt dann so eisblaufarben. Und ja, ich kann da nur dran denken, dass die Daytona ihr 60. Jubiläum feiert. Und eisblau, das erinnert immer an die eisblauen Blätter der Platin-Variante. Vielleicht gibt es eine neue Daytona. Lassen wir uns überraschen. Ich meine, es gibt ja die Platin-Daytona bereits. Ich frage mich, was könnte man da neu machen? Oder es wird ein komplett neues Modell, was jetzt erstmalig hier mit dieser Referenz eingeführt wird. Vielleicht wird die Daytona komplett erneuert. We will see. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sich was im Bereich Daytona tun wird. Was sehen wir ansonsten noch? Dann sehen wir nochmal so Schnee und Eis und dann aber auch keine Ausschnitte mehr zu Uhren. Also es bleibt abzuwarten, was da passiert. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir was im Bereich Yachtmaster sehen werden. Ich bin mir sehr sicher, dass da irgendwas im Bereich Explorer sein wird und auch bei der Daytona. Ansonsten vielleicht Day-Date, ansonsten vielleicht Skydweller, Cellini oder ja, vielleicht auch ein anderes elegantes Modell. Aber es bleibt spannend. Es werden einige neue Modelle kommen, da bin ich sicher. Und Montagmorgen werden wir es sehen und dann werden wir sehen, was an den Gerüchten jetzt auch dran war. Viele dieser vermeintlichen Leaks, die es jetzt in den letzten Monaten schon gab, die haben sich alle jetzt als falsch herausgestellt.
So, dann würde ich sagen, lasst uns nochmal rübergehen auf die Schwestermarke, denn auch Tudor hat am gleichen Tag einen Neuheiten-Teaser herausgebracht. Und auch dieser ist ganz interessant, wenngleich er auch weniger aussagekräftig ist oder weniger verrät als der von Rolex. Zumindest kann ich persönlich da weniger herauslesen. Was wir in diesem Teaser auf jeden Fall sehen, ist die Tudor-Manufaktur. Man sieht so dieses Gebäude von außen. Es ist mit so roten Paneelen belegt. Man sieht oben auf dem Dach so ein paar Solarpanels. Und wir bekommen so einen kleinen Einblick in die Manufaktur hinein und sehen da so etwas, was aussieht wie ein Hochregallager vielleicht. Wir sehen auf jeden Fall einen Uhrmacher, der an etwas arbeitet, oder ich glaube sogar eine Uhrmacherin, wenn ich das richtig erkenne. Und das Ganze hat einen sehr stark technisch anmutenden Look. Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Ich hatte gestern schon mal in der Urtalk-Community-Gruppe gemutmaßt, dass, weil dieser technische Look, es sieht fast aus wie so ein Forschungslabor, ob man nicht vielleicht in so eine Richtung geht, dass man die klassische, also Tudor hat sich ja in den letzten Jahren darauf fokussiert, immer mal wieder klassische Modelle aus der Rolex-Tudor-Historie wieder neu aufleben zu lassen. Ich meine, die Black Bay ist das beste Beispiel, oder Black Bay 58 ist das beste Beispiel, die also an die frühen Submariner-Modelle, sei es Tudor oder Rolex-Submariner-Modelle erinnert. Dann haben wir mit der Black Bay Pro letztes Jahr eine Uhr gesehen, die diese Explorer 2, die frühen Explorer 2, die auch als Steve McQueen bezeichnet werden, fälschlicherweise neu hat aufleben lassen. Dann haben wir was gesehen, eine mit der Tudor Ranger, eine Uhr, die 39er Explorer im Grunde ersetzt hat. Wie wäre es denn, ich keine Ahnung, ob da was dran ist, aber wie wäre es denn, wenn Tudor die Milgauss, und zwar die erste Milgauss, die klassische noch mit der drehbaren Lünette, die optisch unglaublich schön ist, die auch recht nah an der Submariner dran war, wenn sie die ersetzen würden, oder nicht ersetzen würden, sondern diese quasi neu einführen würden. Und vielleicht stellt ja Rolex jetzt wirklich auch mal die Milgauss ein. Darüber wird ja schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert und wird immer wieder spekuliert. Und man erwartet es eigentlich schon so seit 2, 3 Jahren, dass die eingestellt werden könnte. Es ist dann doch nie passiert. Wie wäre es denn, wenn die eingestellt wird und Tudor gleichzeitig so die erste oder die frühen Milgauss-Modelle wieder aufleben lässt? Wäre dann eine spannende Sache. Und optisch könnte ich mir das sehr gut in der Black Bay-Kollektion vorstellen. So ein bisschen abgewandelt, aber dann vielleicht so ein blitzförmiger Zeiger. I don't know, ich weiß nicht, ob was dran ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr stark so nach irgendwie Forschung aus und da würde halt das Thema gut passen. Ansonsten, ich gehe davon aus, es wird auf jeden Fall ein Update in der Black Bay-Kollektion geben. Das ist natürlich auch das Flaggschiff von Tudor und ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich da was tun wird. Ich persönlich würde auch gerne was nochmal im Bereich Pelagos sehen, weil da hat man ja jetzt auch gerade letztes Jahr mit der Pelagos 39 ein sehr schönes Modell herausgebracht, das sehr, sehr erfolgreich war. Warum nicht diese Kollektion noch ein bisschen weiter ausbauen? Warum da nicht noch andere Modelle mit reinpacken und dann zum Beispiel die Pelagos als die modernere Alternative zur Black Bay etablieren? Die Black Bay eher so mit dem Bezug zur Vergangenheit, die Pelagos eher mit dem Bezug zur Gegenwart und das aber als beides, als eigenständige, aber sich auch nicht unbedingt kannibalisierende Kollektion. Das fände ich persönlich eine ganz, ganz schicke Geschichte, weil beide Kollektionen ja einfach sehr viel Potenzial bieten. Die Black Bay ist unglaublich erfolgreich und ich glaube, man könnte in der Pelagos-Kollektion auch noch viel Schönes machen. Also zum Beispiel auch so ein Taucherchronograph wird mir gut gefallen. Gibt es jetzt in dem Teaser keine Indizien dafür? Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt auch da keine Gerüchte gehört. Es gehen natürlich immer mal wieder irgendwelche Gerüchte rum. Ich hatte heute Morgen irgendwas gelesen von einer neuen GMT mit Pepsi-Lünette und einem weißen Zifferblatt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist viel Spekulieren. Jeder meint irgendetwas zu wissen. Was dann am Ende wirklich stimmt, das ist immer noch mal so eine Frage für sich. Aber, und das ist vielleicht noch mal ein interessanter Hinweis für all diejenigen von euch, die auch vorhaben, nach Genf zu fahren, die nächsten Tage oder die sich vielleicht auch in der Schweiz bereits befinden. Tudor eröffnet ab dem 27., das heißt jetzt ab dem Montag, eine Pop-up-Boutique in der Genfer Innenstadt. Und zwar ist es so, dass Tudor hier erstmalig in einem Laden die gesamte Tudor-Kollektion, und damit meine ich wirklich die gesamte Kollektion, in einem Laden vor Ort haben wird und die Uhren auch käuflich verfügbar sind.
Und zwar hat Tudor dieses Jahr sich auf die Fahnen geschrieben, und gesagt, sie wollen diese Uhren schnell in die Öffentlichkeit bringen. Sie wollen die Uhren schnell an den Mann bringen können. Und das soll eben, klar, es ist immer so, ihr wisst, wie es ist, ja, Uhren kommen raus, die Nachfrage ist am Anfang hoch, bis die dann ausgeliefert werden, dauert auch immer ein bisschen, also bis sie dann in den jeweiligen Märkten verfügbar sind. Dann gibt es da auch immer Wartelisten und der einzelne Fachhändler bekommt vielleicht am Anfang auch erstmal nur so 2, 3 Modelle, die dann sehr schnell natürlich weg sind. Eins wird vielleicht auch mal zurückgehalten, erstmal so als Ausstellungsstück, um den Leuten auch mal was zeigen zu können. Dauert es immer ein bisschen, bis dann die neuen Modelle wirklich gut verfügbar sind. Aber Tudor hat gesagt, sie möchten, dass zumindest ab Tag 1 die Uhren jetzt irgendwie verfügbar sind und dass es zumindest jetzt hier in Genf in der Schweiz die Leute die Chance haben, diese Uhren zu kaufen. Und so wird, wie gesagt, ab Montag, dem 27.03. eine Tudor-Pop-Up-Boutique in der Genfer Innenstadt aufmachen, mitten im Geschäfts- und Handelszentrum. Und dort wird, die wird einen Monat lang offen sein und dort wird diese gesamte Kollektion inklusive aller Messerneuheiten ausgestellt werden und verfügbar sein. Also man wird sich alle Uhren angucken können und man wird die Uhren kaufen können. Sogar Boutique-Modelle, die Black Bay 58 in Bronze, auch die soll verfügbar sein. Also sehr, sehr interessant. Ich gucke mal, ob ich es schaffe, da am Montag auch mal vorbeizuschauen. Würde mich interessieren. Ich habe tatsächlich Montagabend meinen Termin auf der Watches and Wonders bei Tudor, um mir die Neuheiten anzuschauen. Ich muss mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, auch nochmal in der Boutique vorbeizugucken. Wird wahrscheinlich schwierig, weil diese Messetage dann doch immer sehr, sehr vollgepackt sind. Aber wenn ich die Chance habe, gehe ich auf jeden Fall mal hin. Und wenn ihr in Genf seid, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das lohnt sich sicherlich, wenngleich ich mir auch vorstellen könnte, dass natürlich es auch da ist, solange der Vorrat reicht. Ja, also es ist ja ganz klar, wenn da jetzt Tag 1 halt hunderte Leute aufschlagen für die gleichen Modelle, dann wird es auch schwierig sein mit der Verfügbarkeit. Aber wir werden sehen. Ich finde trotzdem das Konzept cool und ich finde den Gedanken cool, zu sagen, hey, wir bringen die Uhren und gerade auch die neue Kollektion an den Mann und wir wollen sie da verfügbar haben. Das finde ich eine super Aktion und Hut ab, Tudor, gut gemacht. Ja, freue ich mich drauf. Ansonsten, es sind noch zahlreiche andere Hersteller natürlich bei der Watches and Wonders vertreten. Das heißt, also wir haben im Grunde alles, was irgendwie Rang und Namen hat. Lange und Söhne, viele, viele Indies, dann natürlich Cartier, wir haben Chopard, wir haben Grand Seiko, wir haben Hublot, wir haben IWC, wir haben Jaeger LeCoultre, wir haben Oris, wir haben Panerai, Parmigiani, Patek Philippe natürlich auch, ganz klar. Wir haben neben Rolex und Tudor, wir haben TAG Heuer, Zenit, Vacheron, unglaublich viele Marken. In Summe sind es, glaube ich, 48 Hersteller, die da vertreten sind. Wie gesagt, auch viele Indies. Die Watches and Wonders ist dieses Jahr auch so aufgezogen, dass sie erstmalig auch die Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Und zwar die Messe, ich hatte das eben schon mal gesagt, geht vom 27. bis zum 2. April. Die ersten 5 Tage, 27. bis 31. April, werden rein für Fachbesucher sein. Das ist dann immer so, typischerweise kommen da dann die Händler hin, da kommen dann die Konzessionäre, ja, die haben dann die Termine bei ihren Marken. Dann ist sehr viel internationale Presse und Medien, die dort dann die Termine und Produktpräsentationen haben. Das ist jetzt auch schon so gewesen, dass ich mich jetzt im Vorfeld da schon bei zig Marken einschreiben musste, um dann wirklich dort auch Termine zu haben. Denn diese Stände, das könnt ihr euch so vorstellen, das sind riesige Stände, das sind teilweise wie kleine, wie kleine Häuser, die dann da in dieser Messehalle stehen. Und die sind jetzt nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da kann man nicht einfach auf den Stand draufgehen. Es gibt dann immer am Rand dieses Standes eine Glasscheibe und da sind dann die Produktneuheiten präsentiert. Die kann man sich dann hinter Glas, quasi hinter Schaufenstern anschauen. Aber man kann in der Regel jetzt nicht einfach auf den Stand draufgehen und dort die Uhren anfassen und anschauen. Dazu braucht es Termine. Aber dieses Jahr wird es halt eben auch so sein, dass es 2 Publikumstage gibt. Und zwar werden das die letzten beiden Messetage sein, der 1. und der 2. April. Ist erstmalig die breite Öffentlichkeit dann auch eingeladen, sich die Uhren anzuschauen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das dann läuft, ob man dort dann auf die Stände auch mehr drauf kann oder ob das dann einfach so was ist wie 2 Tage lang Window-Shopping.
Kann ich euch nicht beantworten, die Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei jeder Marke einfach so irgendwie auf den Stand kann. Aber man sieht zumindest die ganzen Highlights mal hinter Glas. Das ist auf jeden Fall interessant. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es geht auch ganz viel um diese Atmosphäre, dieses Feeling, diese Uhrenindustrie trifft sich. Hey, das ist so ein Highlight. Ich hatte letztes Jahr meine erste Watches and Wonders und ich war begeistert. Ich war letztes Jahr 2 Tage da. Dieses Jahr bin ich auf jeden Fall ganze 4 Tage auf der Messe und ich kann es kaum erwarten. Ich habe im Schnitt jeden Tag bei irgendwie 6-7 Marken Termine. Das heißt, in Summe werde ich knapp 30 Marken mir angucken. Und es wird ein großes, großes Fest werden. Ich freue mich tierisch drauf. Ich möchte noch über eine Marke sprechen, die auch in den letzten Wochen unglaublich viel angeteasert hat, die schon seit Wochen sehr, sehr stark in der Kommunikation ist und da was andeutet. Ich weiß es nicht, ob was dran ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Und zwar ist das die Marke IWC. Und zwar spielt IWC seit Tagen mit einer sehr starken, ich möchte mal sagen, Designsprache. Und zwar kommunizieren oder spielen sie ganz stark immer so mit Bildern, die extrem an die 70er Jahre erinnern. Also wir sehen irgendwie alte so Röhrenmonitore und irgend sowas, was aussieht wie so ganz frühe Computer. Und alles ist aber in so einem sehr geradlinigen Design gehalten. Wir sehen irgendwie sowas wie Schallplattenspieler, dann flimmernde grüne Zahlen über einen wirklich so einen richtig klassischen Röhrenmonitor. Überall steht dann immer ganz groß dieses Thema 27. März 2023 und IWC sagt dann auch immer noch ganz so in Deutsch gehalten die Weltuhrenausstellung. Also auch das durchaus spannend. Dann gibt es so Bilder, so, die sehr, sehr technisch anmuten, wo dann so Wissenschaftler vor irgendwelchen Monitoren sitzen und irgendwie so Geschwindigkeitsrekorde messen und ähnliches. Es ist von der Designsprache her ganz, ganz, ganz prägnant und hat so absolut so 70er, vielleicht frühe 80er Vibes. Nicht später, ist auf jeden Fall so diese Epoche. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es halt darauf hindeuten soll, dass eine Uhr, die aus dieser oder vielleicht Uhren aus dieser Zeit neu aufgelegt werden sollen. Und naja, was würde da reinpassen? Ich weiß es natürlich nicht, ja. Aber auf was wir ja schon immer irgendwie hoffen, und wir hatten das ja auch hier im Uhrtalk schon, glaube ich, das ein oder andere Mal irgendwie besprochen, zumindest in der Folge zu Gerald Genta hatten wir auch mal über diese Uhr gesprochen. Es wäre schön, wenn wir mal wieder eine Ingenieur von IWC sehen würden, die in diesem klassischen 70er-Jahre-Design von Gerald Genta ist. Und seit Jahren wird einfach spekuliert, dass diese Uhr mal wieder rauskommen könnte. Und man hat immer drauf gewartet oder auch gehofft, dass sich da was passiert oder dass sich da was tut, gerade nachdem so integriert oder Uhren mit integrierten Armbändern so einen Hype hatten in den vergangenen Jahren. Und ich weiß es natürlich nicht, aber es ist, ja, diese 70er-Jahre-Sprache, die da kommuniziert wird, würde zu dieser Uhr passen. Ansonsten kann man in den Videos selbst jetzt leider nicht allzu viel herauslesen, was das Thema Uhren anbelangt, weil der Fokus hier immer sehr stark so auf Einrichtungen, auf Wissenschaftlern, auf irgendwie Fernsehern liegt. Aber man sieht halt eben keine Produkte, man sieht keine Uhren. Aber ich bin auch da sehr, sehr gespannt. Also eine neue Ingenieur wäre für mich persönlich ein absolutes Highlight und ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn man dieses alte Design von Gerald Genta zurückbringen würde. Wir werden auch das am Montag erfahren und ich werde definitiv am Montag auf dem Stand von IWC aufschlagen und werde euch so schnell wie möglich, zumindest auf Instagram, zeigen, was IWC da im Petto hat an Highlights. Darüber hinaus, was gibt es noch zu berichten? Welche Marken sind noch erwähnenswert? Vielleicht auch noch eine Sache für die Liebhaber von historischen Chronographen. Es ist ja auch das Jahr, in dem Tag Heuer das Jubiläum der Carrera feiert. Auch die wird ja 60 Jahre alt. Und wir haben schon auf der im Rahmen der LVMH Watch Week haben wir ja eine Jubiläumsuhr oder eine Neuauflage der Carrera gesehen. Ich weiß es nicht. LVMH Watch Week ist ja so das eine große Event, wo die LVMH-Marken ihre Uhren oder Neuheiten präsentieren.
Watches and Wonders sind sie auch vertreten. Also ich gehe mal davon aus, dass sich auch da noch was tun wird. Und vielleicht sehen wir noch was im Bereich dieser Jubiläumskollektion zu Carrera. Das würde mich natürlich freuen. Ansonsten, was auf der Watches and Wonders nicht vertreten ist, um das auch nochmal zu sagen, sind die ganzen Swatch-Marken. Die machen ihre Produktpräsentationen separat in Events. Also zum Beispiel hat jetzt auch die Tage Longines einen neuen Chronographen der Spirit-Kollektion vorgestellt. Und und Omega stellt auch über das Jahr verteilt immer mal wieder an zu verschiedensten Zeitpunkten Uhren vor. Also die Swatch Group ist da komplett nicht präsent. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich glaube, das wäre auch ganz cool gewesen, wenn die auch noch dort gewesen wären. Ich bin nämlich auch noch sehr gespannt, wie es mit der 50 Fathoms Kollektion von Plompon weitergeht. Die feiert dieses Jahr ja auch schon ein Jubiläum, das 70. Jubiläum, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm gerade habe. Gott, oh Gott, ich komme gerade mit den ganzen Zahlen durcheinander. So viele Jubiläen auf jeden Fall. Aber auch das werden wir bei dieser Watches and Wonders jetzt nicht sehen. Aber nichtsdestotrotz sind sehr, sehr viele interessante Marken dabei. Patek Philippe, auch das ist natürlich große Frage. Was passiert da? Wird es was Neues geben? Nautilus, kommt da noch was? Aquanaut, das sind ja so die Modelle, auf die alle schielen. Oder geht man eher so diese klassische Route? Ich habe da jetzt noch keinen Teaser oder ähnliches gesehen. Die sind ja auch da in der Regel jetzt gar nicht so kommunikationsfreudig im Vorfeld, was sowas anbelangt. Das heißt, da müssen wir einfach abwarten, was da passiert. Aber auch das wird sicherlich am Montag sich dann alles, oder auch da wird sich am Montag der Vorhang lüften. Was man da vielleicht noch sagen muss, letztes Jahr hatte Patek das ganz interessant gemacht. Sie hatten sich ja in dieser Woche zwei Release-Zeiträume rausgenommen. Und zwar so am ersten Messetag. Und dann hatten sie im Laufe der Woche, meine ich, nochmal überraschend plötzlich ein paar Neuheiten präsentiert. Also auch das eigentlich eine ganz interessante Geschichte gewesen. Aber schauen wir mal, was da kommt, und harren wir der Dinge. Ja, das soweit jetzt erstmal an der Stelle zum Thema Pre-Watches and Wonders, gedankliche Vorbereitung auf die Watches and Wonders. Das waren einfach mal so ein paar Themen, die ich mit euch jetzt hier in so einer kleinen, gemütlichen Runde einfach mal teilen wollte oder besprechen wollte, heute so als Alleinunterhalter. Wenn ihr diese Folge jetzt nach dem 27. hört, ist sie wahrscheinlich schon wieder obsolet, aber wir werden euch natürlich hier im Uhrtalk auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, es wird in der kommenden Woche sehr, sehr sicher eine Sonderfolge geben zu den Rolex und Tudor-Neuheiten. Das ist ja bei uns schon Tradition, da muss ich mir den Raff nächste Woche mal schnappen. Wir machen das ja in der Regel zusammen, aber Lukas ist natürlich auch gerne eingeladen, das mit mir zu machen. Und ansonsten, Lukas, das kann ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen. Lukas werde ich auf der Messe wahrscheinlich treffen. Der ist auch zumindest einen Tag da. Ich glaube, Raff wird nicht kommen. Raff freut sich jetzt aber gerade schon auf die Auktionswochen. Jetzt stehen ja bald die ganzen Genfer Auktionen an. Das ist jetzt, glaube ich, dann im Mai, diese Auction Season, auf die er immer so ganz heiß ist. Aber Lukas wird auf jeden Fall, ich glaube, auch einen Tag auf der Watches and Wonders sein. Muss mal gucken, ob ich ihn da schnappen kann und wir vielleicht auch gemeinsam was aufnehmen, wobei das wahrscheinlich auf der Messe selbst etwas schwierig wird. Aber wir werden euch natürlich auf jeden Fall dann auch in der kommenden Woche, das heißt nächste Woche Sonntag, das ist dann der 2. April, da wird es auf jeden Fall eine ausführliche Watches and Wonders Folge geben, wo wir wirklich über die ganzen Produkthighlights sprechen werden und die durchgehen werden. Also seid da gespannt. Verfolgt uns da auch jetzt gerne mal die kommenden Tage natürlich irgendwie auf Instagram oder zumindest auf meinem Instagram-Kanal @MrNiceWatch, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da werde ich auf jeden Fall immer wieder Eindrücke von der Messe schildern. Nicht Schulden schildern oder zeigen, teilen. Und ihr könnt auch gerne mal auf meiner Seite gucken, www.mrnicewatch.de. In meinem Online-Magazin werden auch ab Montag diverse Berichte zu den Neuheiten kommen. Ich werde auch da First-Person-Pictures, also auch Bilder aus erster Hand versuchen zu teilen und die Neuheiten so gut es geht abzudecken. Ich muss mal gucken, es werden stressige Zeiten oder stressige Tage zumindest jetzt kommen, weil irgendwie auf der Messe und dann irgendwie versuchen, dort noch Content zu produzieren und abends im Hotelzimmer noch schnell Berichte schreiben. Aber ich freue mich riesig drauf. Es ist für mich persönlich das absolute Highlight im Jahr und ich bin jetzt schon richtig in dieser Messestimmung. Also, seid gespannt, was da kommt.
Ab Montag redet die ganze Welt wieder über die Neuheiten und dann werden die ganzen Gerüchte aufgelöst. Ich bin dann auch mal froh drüber, weil wir dann wissen, was wird wie eingestellt und dann wissen wir auch, okay, jetzt hat das ganze Spekulieren ein Ende. Ich bin tatsächlich immer schon etwas genervt von diesen ganzen Gerüchten, die es da im Vorfeld gibt und jeder meint irgendetwas zu wissen und jeder meint sich da irgendwie, ja, profilieren zu müssen, dass er als erstes irgendwas wusste. Im Grunde wissen wir alle gar nichts. Ja, im Grunde wissen wir alle nichts und wir sehen es dann, wenn es rauskommt. Aber ja, lasst es uns abwarten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, in dem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch was. Danke, dass ihr wie immer so lange dran geblieben seid. Danke fürs Zuhören. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte an der Stelle. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Playern dieser Welt, also egal, wo ihr uns jetzt gerade hört, wenn ihr uns da bewerten würdet und uns eine schöne 5-Sterne-Bewertung da lasst. Wenn ihr was schreiben könnt, schreibt auch immer gerne irgendwas rein in die Kommentare und ja, teilt uns, sagt allen weiter, dass es den Urtalk gibt. Das bringt auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid eine großartige Community und ja, am Ende machen wir das Ganze natürlich auch für euch. So, in dem Sinne sage ich jetzt Dankeschön und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.